Nein, nein, nein und nochmals nein. Ich will kein Nationalspieler sein, brüllt Wagner, der 2-Meter-Mann, zeigt, dass er nicht nur schießen kann. Er wirft die Medaille von Silberfein wütend ins Publikum hinein. Eine Scheißwoche später blickt's Maul zurück auf sein Gezeter. Sandros Kamm schwoll rot und riesig an, weil er es nun mal besser kann. Zur WM nicht mitgenommen, den Pokal auch nicht bekommen. Wie gewonnen, so zerronnen. Fängt Sandro schon an zu flennen? Nein, wir lernen ihn richtig kennen. Die Nase voll, doch hochgetragen. Enttäuschung schlägt ihm auf den Magen. Doch vorsorglich tritt er zum Glück als Kanzler, Papst, Tenor zurück. Karriereende noch vor Beginn, das macht bei Schnöseln einfach Sinn. Sandro erkennt des Zornes Tücke, das tut er nicht, reißt sich in Stücke. Vom Rumpelstilz, der in ihn fährt, schad, er war 13 Mille wert. Charakter aber kannst nicht kaufen, man sieht ihn, wenn Dinge nicht laufen. Das hat dir der Teufel gesagt, Mensch Sandro, wer hat dich gefragt? Pardauz, der Sandro Wagner ist entzwei. Dies Maul wünscht ihm viel Spaß dabei.